Also das hier ist das Wachhäuschen von der Elbequelle und da steht halt auch ein Bett drin für den Wächter und dann gehen wir erstmal raus. Das sind dann halt noch die Wappen, von den Städten, an denen die Elbe noch vorbeischwimmen wird. So, jetzt bin ich dran. Ja, also die Elbe entspringt ja am Riesengebirge und dort haben wir dann die Quelle nachgebaut. Und ja, wir haben noch ein paar Bäumchen darum gepflanzt, dass man auch sieht, dass das auch wirklich so ein bisschen bewachsen ist. Und ja, wir werden jetzt gleich mal die Elbe ein Stückchen runterschwimmen. Ich heiße Jakob und komme aus Kosslich und das ist mein Haus. Das Besondere an dem Haus ist, dass es einer meiner ersten Häuser bei Minecraft ist. Der Boden ist aus Diamantflecken. Auf den Diamantflecken links und rechts steht ein Blumentopf mit einer Vase. Eine große. Ich bin Florian Liesig und ich bin hier gerade vor dem Wittenberger Wahrzeichen, was ich aus Glowstone gebaut habe, das Wittenberg, damit es in der Nacht leuchtet. Und das ist mein Haus, mein neues Haus, weil mein altes Haus hatte ich aus Schwamm gebaut, nur das habe ich wieder abgerissen. Das ist meine Inneneinrichtung. Zwei Blumentöpfe und ein paar Gräberköpfe, mein Bett. Und in den Ecken Glowstone. Und da geht's hoch zu meinem zweiten Raum, den ich noch nicht eingerichtet habe. Da geht's hoch zu meinem Dachboden. Also Balkon, so gesagt. Da weiß ich noch nicht, was ich da anbaue. Also ich heiße Colin und ich zeige euch jetzt mein Haus. Also ich habe hier einen kleinen Pool mit auch letztendlich noch eine unendliche Wasserquelle. Und dann habe ich noch einen Esstisch. Ein Amboss und noch einen Zaubertisch. Dann habe ich noch einen Dachboden. Hier habe ich eine Truhe mit sehr viel verzauberten Sachen, wie zum Beispiel eine Hose oder Diamantenschwerter. Auf Verbrennung alle. Ja, hier ist mein Quarz, mein Leuchtfeuer, Glowstone und Erde. Und vor meinem Haus habe ich noch einen riesigen Pilz, den ich jetzt auch noch mal schnell zeige. Und da ist er. Der Pilz Mama. Big Mama. Da, das war mein Haus. Hallo, ich bin Max, ich bin 11 Jahre alt und habe diese Elbbrücke gebaut, damit die neben einer Fußgängerbrücke, damit Autos bei einem, wenn vorhandenen Mod, drüber fahren können. Die Brücke besteht in der Mitte, also außen. Das hellgraue ist Stein, die weißen Streifen sind weiße Wolle und der Asphalt besteht aus schwarzer Wolle. Okay, ich bin Valentin und das ist mein Haus aus Quarz. Dann ist da noch eine Terrasse aus Fichtennadeln und da ist eine Eiche drin und der Boden ist aus Erde. Und jetzt gehen wir mal ins Haus rein. Ja, das war erst die erste Etage und hier ist halt die Terrasse mit dem Pilz und Baum. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ein Bett habe ich noch vergessen reinzubauen. Hallo, ich bin der Janis, bin 12 Jahre alt und komme aus Zahna. Ich habe mir ausgesucht, heute mal die Schlosskirche zu bauen, weil es auch mal Spaß macht, nicht nur so kleine Popelhäuser zu bauen, sondern auch mal ein bisschen was Größeres, was ein bisschen mehr Zeit schluckt. Ja, und ich
Das ist die Schlosskirche von Wittenberg und ich wünsche euch viel Spaß beim Anblick der Kirche. Wir haben das Ganze jetzt auch bei Nacht aufgenommen, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das Ganze beleuchtet ist. Und wenn ihr es gerade gesehen habt, gleich zeigt sich es auch nochmal in dem anderen Turm, seht ihr auch noch, dass man, wenn man im Nicht-Kreativ-Modus ist, dass dort Treppen sind, die man mal hochgehen kann. Hallo, ich bin Bastian und komme aus Wittenberg. Ich habe mein Haus aus Diamanten gebaut, weil es einfach schön aussieht. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist mein Wohnzimmer dann noch. Ja, das habe ich gebaut, weil es einfach zum Ausblick so ist. Das habe ich gebaut, was der beste Ausblick ist von allen da. Kann man schon nach unten gucken. Ich bin Jonas, das ist mein Baumhaus. Den Baum habe ich selbst gepflanzt. So habe ich mir das eingerichtet. Und von hier kann ich auf den Hafen gucken. Ich bin Fabian. Okay, ich habe ein Haus aus Quarz gebaut, weil Quarz mein Lieblingsblock ist. Und ja, in der ersten Etage habe ich aus Wolle DLRG gebaut. Das steht für Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, weil ich in dem Verein bin. In der zweiten Etage habe ich viele Fenster gebaut, weil dann habe ich eine schöne Aussicht auf die Elbe. Und ich habe auch Betten, Gemälde und Blumen halt. Ja, das ist mein Dachboden, um Sachen zu lagern. Ja, das war's eigentlich. Hallo, ich bin Jeremy und wohne in Coswig. Diese Brücke habe ich entworfen und mitgeholfen zu bauen. Das ist mein Haus. Ich habe ein Bett, eine Werkbank und eine Endertruhe. Dann habe ich noch ein Haus in Hamburg. Der Elbe-Radweg. Und hier ist mein Haus in Hamburg. Mit Blumentöpfen, Werkbank, Bänke und Öfen. Und hier ist das Schlafzimmer. Hi,
Hallo, ich bin Kolja und das ist mein Haus in der Nähe von der Elbe. Ich hatte Lust auf Farben und deshalb ist es so bunt geworden. Und hier oben ist dann mein Schlafzimmer. Mit Betten, Bücherregalen, Vasen und Blumen und Beleuchtung natürlich. Dann habe ich auch noch schöne Schachmusterungen auf den Boden gemalt, weil mir Schach gefällt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Show. Es geht um die MS Elbe Camp. Wir haben sie so genannt, weil wir in einem Camp sind, wo wir die Elbe in Minecraft nachbauen. Und wir brauchten wirklich sehr viele Helfer und wir hatten noch kleine Probleme. Aber es war ein gutes Meisterwerk. Und jetzt übergebe ich an meinen Partner Daniel, David. Ja, also das ist die MS Elbe Camp von innen. Hier mit den Standardkabinen, zwei Betten, zwei große Truhen und ein Balkon. So, dann haben wir hier die größere VIP-Kabine mit auch zwei großen Truhen, Amboss und Betten. Ja, hier sind noch viele normale Kabinen. Dann gehe ich jetzt mal eine Etage runter in den großen Speisesaal. Der ist eben sehr groß. Jetzt gehen wir nach oben. Da sind auch noch Kabinen. Hier wieder viele normale Kabinen. Und dann haben wir noch hier eine etwas größere Kabine. Mit Fenster. Und dort hinten ist auch wieder eine VIP-Kabine. Dasselbe wie in der Tasche darunter. Ja, also ich hab nicht sehr viel mitgebaut, aber ich glaube schon, das war sehr schwer und aufwendig. Ja, dann ist hier der Pool mit Fenster nach unten. Dann haben wir hier eine größere VIP-Kabine mit Seeblick nach vorne und einem Bad mit zwei Waschbecken und einem kleinen Whirlpool. Und dann noch hier den Schlafraum. Eine Etage darüber ist der Schlafraum vom Kapitän und den anderen Arbeitern, die am Schiff arbeiten. Und der Speiseraum dazu. Und dann ist hier die Brücke. Hier, das ist das Hauptsteuer. Und dann hier noch Seitenruder zum Ausparken mit Fenster nach unten. So. Und dann ist hier noch ein Fußballfeld auf dem Schiff. Das Coolste, was es geben kann. Ja. Das ist die MS Elbe Camp. So, dann im Hamburger Hafen ist auch noch ein Container-Entladungsstation, gerade mit einem Containerschiff und das wird hier gerade entladen. Und dann gibt es hier eine Brücke und einen Tunnel. Unter der Elbe? Ja. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Yachthafen. Mit drei Booten. Die Boote sind wirklich gelungen. So, dann ist hier noch ein kleiner Bootsverleihhafen mit momentan vier Booten. Die anderen sind ausgeliehen. Und dann ist hier noch die Stadt Hamburg. Ja, das Ganze zu bauen, das war hammermäßige Arbeit. Aber wir können stolz sein. Und warum habt ihr euch gerade auf Hamburg und die Elbmündung konzentriert? Naja,
Ist uns einfach so eingefallen und. Es war einer der wichtigsten Teile von der Elbe. Ja. Mm-hmm.